Dieter Bohlen Anna Ermakova bei das Supertalent? Jetzt wird es richtig übel. Anna Ermakova wird bei das Supertalent ihr Debüt als TV-Jury-Mitglied feiern. Doch diesen wahr gewordenen Traum könnte Dieter Bohlen nun zunichte machen. Große Klappe, fiese Sprüche, harte Kritik. In Sachen Austeilen ist Dieter Bohlen tatsächlich ein Supertalent. Von seinen, sagen wir mal, Fähigkeiten wird sich im kommenden Frühjahr auch Anna Ermakova ein Bild machen können, wenn sie zum ersten Mal neben ihm in der Das Supertalent-Jury sitzen wird. Macht der Pop-Titan jetzt auch Anna fertig? Dieter Bohlen? Wird er Anna Ermakova fertig machen? Dass die diesjährige Let's Dance-Siegerin mit ihrer sonnigen, bescheidenen und positiven Art nun schon als neues Jurymitglied gefeiert wird, dürfte in Dieters Ohren nicht nach Musik klingen. Schließlich dulde er neben sich keine anderen Götter und halte sich selbst für den allergrößten Verrieten einstige Weggefährten. Dass Dieter Bohlen alles daran setzen wird, Anna als unerfahrenes, unsicheres TV-Küken vorzuführen? Daran haben Fans keinen Zweifel. Arme Anna. Schließlich ist ihr neuer TV-Job eine Herzensangelegenheit und ein wahr gewordener Traum für sie. Kein Wunder, dass Anhänger den süßen Lockenkopf in den sozialen Netzwerken ermutigen. Lass dich nicht ärgern. Ich hoffe, dass du die Stärke hast, mit Dieter Bohlen in einer Jury zu sein. Hoffentlich ist Dieter nett zu dir. Zuspruch, den sie sicher gut gebrauchen kann. Immerhin bezeichnete sich Bohlen selbst einmal als Revoluzzer, der die Fresse aufreißt. Und vermutlich wird er auch vor der Bäckertochter keinen Halt machen.